Servus und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Eagle. Ja, im letzten Part haben wir uns sehr viel mit Evelyn Parker unterhalten. Haben auch Judy kennengelernt, eine Mox, die Braindances bearbeiten kann. Und haben uns eben mal so ein bisschen mit der Braindance-Mechanik vertraut gemacht. Ganz schön. Und jetzt schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Wir müssen noch zu Maelstrom und uns um den Flathead kümmern. 691 Euro Dollar. Nice. Geld nehmen wir gerne. Und ja, ansonsten hier irgendwelche Munition und irgendwelche Splitter können wir mal durchlesen. Braucht kein Mensch. Aber nehmen wir einfach mal alles mit. Alles, was hier so liegt. Wir räumen den Club richtig aus. Ist hier sonst noch irgendwas? Gibt es hier noch was zu mitnehmen oder so? Ah, hier! Es gibt ja alles noch hier. Man muss sich ja nur aufmerksam umsehen. So, Splitterdiebe, bla bla bla. Das interessiert in Wirklichkeit keine Sau. Liegt hier noch irgendwo irgendwas rum? Hier vielleicht? Nee. Gina und ich sitzen an der Bar. Und sie labert von diesem Bankraub. Bla 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 bla. Nee, alles nur Kabinen. Ich versuche die ganze Zeit auch mal zu Wort zu kommen. Weil sie mir die Nachmittagsschicht abnehmen muss. Damit ich meine Torte abholen kann. Aber alles ist cool. Na? Auf einmal taumelt dieser zugedröhnte Typ rein und schmeißt mal an der Tür fast um. Und? Ist der drinnen durchgedreht? Nein. Zieh dir das rein. Der Typ leid, er will echten Spaß, keinen Virtu-Scheiß. Er weiß, das ist nicht erlaubt, aber er zahlt das Dreifache. Und was macht Gina? Schleppt den Loser zu einer Kabine. Der war so high, dass er die BD-Elektroden für abgefahrene Sexspielzeuge gehalten hat. Gina lädt also die Orgie mit einer Orgasmus-Endlosschleife zum Schluss. Laber nicht, und er hat nichts gemerkt? Ach, Quatsch. Sogar wenn die nüchtern sind, halten sie das Bukake-Finale für echt. Was? Schwer zu sagen. Bestimmt. Was? Alter, oh, komm. Okay. Details, die man nicht wissen will. Ah, Pfui-Deibel. Bah! Warum weiß ich überhaupt, was das ist? Oh Gott. Ich will's auch nicht erklären, Leute. Googelt das selber. Bukake. Wenn man das unbedingt wissen muss. Bah! Achso, nee, hier komme ich ja her. Ich muss aus dem Club raus. Das ist ja ekelhaft. Gibt's hier noch irgendwas? Kann man noch irgendwas mitnehmen hier? Nee, das ist die Tanzfläche. Nee. Nix wie weg. Das ist raus aus dem Puff hier. Dann komm mal rein. Okay, melde dich bei der Militech-Agentin Meredith Stout. Okay, dann machen wir das mal. Meredith Stout. Da rufen wir mal an. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ja, ich hab mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. So. Mit der Sprache. Was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay. Wollte ich nicht... Achso, doch, nee. Ich wollte mich eh zuerst mit der treffen, bevor ich irgendwas mache. Wem gehört die Karre? Ah! Oh, oh, mit 20 Techniker könnte ich das Ding knacken. Das ist ja cool. Okay, ja, aber nee, vergiss es einfach. Ach, hier kann ich einfach so einsteigen, ja? Das ist egal. Das juckt keinen, wenn ich da einsteige. Ist ja nicht gesichert, wer ist denn auch so doof? Wie das einfach keinen juckt, dass ich mit dem gestohlenen Auto hier rumfahre. Ist das schön. Gut, Hauptsache ich halte mich an die Verkehrsregeln, ne, und fahre bei Grün. Aber es ist ein nices Auto. Also, kann man ja nicht anders sagen. Ah! Ja, ich sage, mit Pfeiltasten oder mit WASD Auto fahren, das ist absoluter Krebs. Hilfe! Das wollte ich nicht, Entschuldigung! Ich habe aus Versehen Passanten umgefahren. Wenn ich jetzt einen zweiten umfahre, habe ich die Bullen am Arsch. Das will ich aber nicht. Na komm, Tempo. Wow, 120.
125 ist das Höchsttempo. Junge, ich sterb ja gleich. Kann ich das Radio ändern? Ah, hier könnte ich das machen. Ah! Oh, oh geil! Metal-Mucke! Gut zugegeben, ich stehe zwar nicht so sehr auf das Gebrülle, aber... Oh, das knallt rein. Hallo? Ja, guten Tag. Wer sind Sie denn? Eine Militech-Wache? Noch eine Militech-Wache? Ja gut, ja, fragen wir einfach mal. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Hallöchen. Verzeihung. Kann ich mit Ihnen sprechen? Ich habe ein Angebot für dich. Alter, was soll das? Du Schlappe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ habe ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bring die zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Wie könnt ihr loslassen? Will wissen, was sie zu sagen hat. Sehr freundlich, der Typ. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Sicher. Wir bezahlen zweimal für den Bot, weil wir dumm sind. Klingt zumutbar. Bin dabei. Verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter auswählen. Okay, das machen wir gleich. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Gut, wir hacken kurz mal die Sicherheit. Wenn wir... Oh, das kriegen wir sogar hin. Wir können die Malware neutralisieren... Oder wir können die Malware kopieren. BD. Was bräuchten wir da? BD, BD, FF, 55. BD, BD, FF, 55. 1C. E9! Jo, perfekt! Eddies auf dem Crackchip sind gesäubert. Und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Habe ich jetzt eigentlich das Geld gekriegt von diesem Splitter? Der Schlaf ist schon so gut wie tot. Und sie wird sich mit runterhalten. Ob das der Fall ist, werden wir sehen. Ja, das kann gut sein. Man weiß aber nicht, wie die bei Militech so drauf sind. Aber... Jetzt lass mich mal anschauen. Dieser Splitter. Wo, ach, der ist neu, okay. Wo ist dieser andere da? Der Datensplitter.
Die Frage ist, habe ich das Geld jetzt gekriegt oder nicht? Ich habe jetzt gar nicht so auf den Kontostand geachtet, aber egal. Ich habe die Eddies jetzt jedenfalls soweit da. Ja, ne, Bullshit. 10.000 müssten auf dem Eddie sein. Gut. Ich würde sagen, weiterhin weiterhin aufs Coolness skillen. Und wir nehmen... Was nehmen wir denn? Nach einem erfolgreichen Takedown erhöht sich das Tempo... Ja, nehmen wir das. Gut, okay. Mit der haben wir jetzt gesprochen. Das ist sehr, sehr schön. Gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das ist die Frage. Ah, zur Übergabe. Wir müssen uns mit Jackie treffen. Oh, da liegt doch was. Ich sehe es doch am Wegesrand blinken. Ja, immerhin. Ein Ale, ein Bier. Ich nehme jedes Bier mit, das ich am Wegesrand finde. Natürlich. Mache ich auch in Real Life so. Wenn da irgendwo eine Dose Otterkringer oder Gösser steht, scheißegal, dass man das Bier nicht trinken kann. Ich nehme es trotzdem mit. Aus Prinzip, ich mache die Straßen sauber. So. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt bei Maelstrom was reißen. Tempo. Gottes Willen, was passiert denn hier? Halt! Da müssen wir... die Wege, die wir hier manchmal fahren müssen, sind auch etwas besonders. So. Was? Warte mal. Wollten Sie sich gerade mit mir beefen? Habe ich das richtig gesehen? Die wollten sich doch mit mir beefen gerade. Warum? Ich habe ihnen doch gar nichts getan. Was soll das? Ah! Und bumm. Alter, jetzt lädt die Alte nach! Oh, thank God. So, ich warte, bis das durchgelaufen ist. Ich will nicht verrecken. Deine Mutter will nicht verrecken. Komm raus. Ja, das Sturmgewehr macht einen guten Job, muss man sagen. Mein Gott, ey. Lad nach, du Sau. Blöde Tussi, Alter. Da lebt doch noch einer. Ach da! Also sowas. Wollen sich da mit mir beefen? Was soll denn der... Steckt da mit dem Kopf fest, Idiot. Ah... Nur einmal hin. Ein bisschen Geld, noch ein paar Waffen. Nimm das mal alles mit hier. So, sorry. Aus Prinzip. Blöde Tussi. Ja, das... Was liegt da unten noch rum?
Ich fahre den Wagen mal kurz weg. Da. Da lag noch die Waffe. Ja gut. Das würde ich sogar sagen, hat sich halbwegs gelohnt. So. Ah, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Haben wir jetzt eigentlich... Ah, nee, wir haben keine neuen Vorteilspunkte gekriegt. Das dachte ich mir schon. Meter noch, also wir sind fast da. Da bist du ja. Alischen. Mal kurz schauen. Ah nee, ich wollte nicht auf die Map. Ich wollte aufs Inventar. Hm, siehste, haben wir schon wieder deutlich bessere Waffen. Sturmgewehr, was, hä? Hm. Was haben wir hier für einen Kopf? Ah, ein Helm! Okay. Fürs Gesicht. Eine bessere Brille. Klar, nehmen wir alles mit. Rosen haben wir offenbar noch keine gefunden. Aber bessere Schuhe. Wie auch immer ich mir das am Ende vorstellen darf, aber gut. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bag? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Aha, na dann. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir können ihn im Bot theoretisch abkaufen, aber... Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ja, werden sie schon. Aber bevor wir das machen... Moment, Moment. Ich will doch hier nur kurz ein bisschen überschüssigen Stuff verkaufen, den eh kein Mensch braucht. Das hier, das ist doch alles überflüssiger Shit. Die ikonische Waffe tue ich irgendwann mal vielleicht ins Lager zurück. Ja, das Messer können wir mal behalten. Das können wir vielleicht mal werfen. Na gut. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Dumm, dumm. Geiler Name. Dumm, dumm. Können wir gleich mal hacken hier. Scheiße, schalten wir gleich mal aus. Wirklich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Gibt's hier irgendwas? Nee.
Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Alles Militech. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verchromt. Das kann ja heiter werden. Wird es auch. Aber wir holen uns jetzt erstmal Zeug. Eine alte Dose. Nehmen wir natürlich mit Kerzen und sonstiges Zeug. Wir lassen nichts liegen. Grundsätzliches Ding. Ist hier so eine Art Krematorium oder was ist das? Hier liegt noch was. Stiefel mit Titanschicht. Das klingt nach besserer Panzerung als die ich bis jetzt habe. Nein, tatsächlich nicht. Weil irgendwelche Kicks mit modifizierten Polyamiden besser sind. Also, die Panzerungslogik in diesem Spiel ist manchmal ein bisschen kaputt. Also, ich habe auch schon mal gesehen, da für Frauen gibt es einen BH, der bessere Panzerung hat als so eine schutzsichere Weste. Also, wow, manches Mal denkst du, Herr, aus was für einem Metall ist denn bitte dieser BH gemacht? Und das ist doch nicht mehr praktikabel. Ja, hätte ich jetzt genug Tech-Skill, könnte ich dazu was sagen, aber nee, brauchen wir nicht. Wir haben eh nichts weiter zum Verbessern. Dann gehen wir mal rein. Cool bleiben, die wollen uns nur einschüchtern. Alischen. Wir markieren die Leute mal alle, wenn wir ihrer habhaft werden. Ja, Schnauze. Kamerasteuerung. Wir markieren jetzt alle. Das ist für später wichtig. Oder ist erleichtert es uns später möglicherweise massiv. Wenn wir wissen, wo die einzelnen Leute alle sind, ohne dass wir sie direkt sehen müssen. Die schalten wir gleich mal aus. So, wir schalten die Kameras, alle Kameras, derer wir jetzt habhaft werden können, schalten wir jetzt erstmal aus. Dann nächste Kamera. Hallöchen. Da ist doch ein... Achso, das ist Jackie. Ah, das sind wir. Man sieht uns nur nicht. Also mal unser Gesicht sieht man nicht. Wo sind... Ist da noch irgendwo... Ach, die können wir ausmachen. Ist da sonst irgendwo noch einer von der Crew? Ich glaube, wir haben dann alle. Ist ja so komische Miene. Nee. Sonst hätten wir, glaube ich, alle. Ah, ich glaube, das ist noch die Kamera, die wir als nächstes angucken. Ja, ah, das ist die Kamera. Muss irgendwo weiter oben muss die andere Kamera noch sein, von der wir gerade rüber gehüpft sind. Aber ist hier noch irgendwo einer? Nee, den haben wir schon markiert. Also, sich hier gut vorzubereiten, ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Entscheidung. Gibt es ja sonst noch... Wo ist denn jetzt die andere Kack-Kamera? Die habe ich doch gerade noch eben gesehen gehabt. Ach, die hier. Muss doch hier irgendwo muss doch noch eine Kamera rumhängen. Ja, vielleicht finde ich die jetzt einfach wieder nicht, weil ich doof bin. Aber egal, wir haben, glaube ich, alle Truppen markiert, die hier irgendwie stationiert sind. Oder alle Leute, halt. Ja, da würde ich sagen, gehen wir nochmal eins zurück und markieren die Kamera, die wir da drüben irgendwo hatten. War die hier nicht?
War doch irgendwo. Wir hatten doch eben noch irgendwo eine Kamera entdeckt, die man hätte ausmachen können. Ach, die ist aus. Aber es gab hier noch eine. Ich hab mal wieder keine Ahnung. Aber egal, egal. Dann halt nicht. Dann machen wir das ohne. Komm, scheiß drauf. Gut, vergiss das. Aber wir haben alle markiert. Das ist schon mal das Wichtigste. Lassen wir uns jetzt auch gar nicht nervös machen. Sondern gehen in die Höhle des Löwen. Ich schaue mich gerade noch mal um, ob es hier irgendwo Kameras gibt. Hier muss es doch noch irgendwo eine geben. Aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Also, naja, egal. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Ja, das kann man ja schwer vergessen. Ah, hi. Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorliegen nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope. Du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Auf Sofa. Setzen. Dum-Dum. Geiler Name. Geiler Name, Dum-Dum. Kommt von dir das sogenannte Dum-Dum-Geschoss? Ich frag nur. War erstmal auch diese Dudes hier alle markieren. Ah ne, können wir gar nicht. Können wir gar nicht markieren. Ja gut, dann nicht. Bist du taub, verdammt? Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Oh je. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kuh. Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na? Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Ach komm, why not? Was ziehst du? Bah, jetzt will ich nicht mehr. Skief. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Jetzt hast du das gerade in deinem Maul gehabt, aber... Na gut, komm von mir aus. Oh, ich werde mir nachher wieder was einfangen damit. Also? Jetzt können wir reden. Okay. Na, vielleicht stimmt ihn das Herr Milde. Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es.
Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schön Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Peng. Komm hier, Wichser! Mach sie fertig, Mie! Die Wale! Alter, mein Aim, Alter. Dieser dreckige Wichser. Oh. War Upgrade von ikonischen Waffen. Du hast eben ein ikonisches Item erhalten. Ikonische Waffenkleidung finden sich an verschiedensten Orten in Night City. Wenn ein ikonisches Item von höherer Seltenheit hergestellt wird, wird die weniger seltene Version des Items zerstört. Okay. Ihre Seltenheit kann mit den richtigen Komponenten und entsprechenden Vorteilen erhöht werden. Ja, keine Ahnung. Aber egal. Und den Kontrollsplitter. Schnell. Dieser Wichser, ey. Also wirklich grob unangenehm. Aber ich würde auch sagen, das ist eigentlich perfekt. Weil wir haben jetzt hier tatsächlich so ein bisschen Ruhe. Wir können hier erstmal kurz alles aufsammeln. Du lebst ja immer noch. Bist du dumm? Nee. Bist vor allem tot. Ja. Würde ich sagen, wir sehen uns dann tatsächlich im nächsten Part. Ich sammle hier gerade nochmal kurz alles auf. Aber der Typ lebt ja noch. Nö, Freundchen. Also, deswegen, ja. Und ab dann geht's ja richtig los. Da müssen wir jetzt erstmal durch die ganze Fleischfabrik da durch. Und ja, mal schauen, ob wir da mit dem Flathead auch rauskommen. Deswegen würde ich sagen, weil der Part jetzt auch schon wieder um ist, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Cyberpunk. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.